Die Digitalisierung hat sämtliche Bereiche unseres Lebens in den letzten Jahren massiv verändert, sei es im privaten Bereich, aber auch im Bereich des Arbeitens und in sonstigen Lebensbereichen. Digitalisierung bedeutet eine weltweite Vernetzung von Menschen untereinander. Digitalisierung bedeutet einen schnellen Austausch von Informationen, von Daten. Digitalisierung bedeutet aber auch die Möglichkeit, auf sehr, sehr viele Informationen, auf sehr, sehr viele Daten zuzugreifen, weltweit. Und das, was uns in Zukunft noch an Veränderungen bevorsteht, ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz, der ebenfalls dann unser Leben in vielen Bereichen verändern wird. Digitalisierung bedeutet natürlich neue Herausforderungen, auch durch die Kriminalität. Das, was aktuell besonders ein wichtiges Thema ist und für uns dann auch ein aktuelles Anliegen der Kriminalitätsbekämpfung, ist der Bereich des sogenannten Hate Speech, also die Hasskriminalität im Netz. Hierzu wird unsere Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität entsprechend personell verstärkt, um diese Straftaten noch wirkungsvoller und noch organisierter und strukturierter letztlich dann bekämpfen zu können. Und der Bereich des Hate Speech ist letztlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Kriminalität sich im Zeitalter der Digitalisierung verändert, wie bestimmte Straftaten, die in der Vergangenheit eigentlich so im öffentlichen Raum nicht zu sehen waren, heute auf einmal für jedermann sichtbar und für die gesamte Öffentlichkeit auf das Thema, auf die Tagesordnung kommen und im Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten.